Jagdmesse in Hannover. Rein ins Vergnügen. Bin jetzt bei Heim und jetzt gehe ich da mal gerade rüber. Achtung. Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday, lieber Christian, Happy Birthday to you. Danke, Carsten. So, hier bei Heim, Christian ist heute 22 Jahre alt geworden. 23 Jahre. 23 schon. Ach Quatsch, ja. Alter Knacker. Aber wir haben Weihnachten, du hast Geburtstag. Ich hab dir was mitgebracht, ein paar Kekse. Du spinnst noch. Danke. Mal eine Kippe. Du bist der Beste. Die hauen wir uns jetzt zusammen. Die hauen wir rein. Schön rein. So, jetzt am Stand von Puma Messer. Jetzt gehen wir mal gucken hier. So viele schöne Messer. Richtig. Welches Messer soll der Jäger denn eigentlich nehmen? Da können wir das Puma Sauberart oder auch das Orange 3 empfehlen. Ja. Mit drei Klingen. Ja, das kenne ich. Die beiden habe ich früher schon im Test gehabt. Genau. Top-Messer, aber man hat natürlich die Qual der Wahl. Hier sind so viele schöne Messer und am liebsten will man ja alle haben, ne? Das stimmt. Also es gibt natürlich auch Puma-Messer-Sammler, die haben eigentlich richtig alle. Ich glaube, ich fange an mit dem Sammeln. Dann würde ich ja hier vorne anfangen und dann immer weitermachen. Ein paar habe ich ja schon. Ich bin jetzt am Stand von Alpjagd. Der Franz Reintaler ist wieder mal bei mir. Und Franz, ich habe ein Attentat auf dich vor. Und zwar, ich habe letztes Jahr von dir einen Jagdoverall geschickt bekommen. Den habe ich im Winter eingesetzt. Der ist ultimativ genial. Ja, das beste Produkt am Markt. Glaube ich, ja, kann ich also wirklich bestätigen, so, ja. Weil ich habe den, der hat mir auf Deutsch gesagt, bei der Winterjagd schon ein paar Mal den warmen Arsch gerettet. Ja, muss man mal so sagen. Ich bin dir auch gut geht dann. So, pass auf. Jetzt möchte ich aber nicht nur, dass es mir gut geht, sondern ich möchte auch, dass es meinen Jagd-Totalfreunden geht. Das wollen wir beide, oder? Okay, dass es deinen Kunden und meinen Jagd-Totalfreunden auch gut geht. Und ich würde dich gerne bitten, ob du vielleicht für eine Verlosung für ja, die Jagd-Total-Freunde einen dieser Overall zur Verfügung stellen würde. Ja, machen wir gerne für Jagd-Total. Ja? Klar, es funktioniert immer toll. Super geil. Jagd-Total. Ja, ich glaub, ach, dann nein. Wünschen wir schon viel Spaß. Ja. Und für den Gewinner dann ein kräftiges Wettenseil. Super, dann ja, mache ich die Verlosung. Da müssen gerne die Leute natürlich, die daran teilnehmen, was machen. Genau. Weiß ich nicht, müssen wir uns noch was überlegen. Und dann die Größe angeben, dass der Gewinner die richtige Größe bekommt. Perfekt. Machen ja, wir gerne. Also, Franz, vielen Dank dafür. Und wir sehen uns spätestens in Dortmund. Ja, dann machen wir wieder was, oder? Dann machen wir wieder was, genau. Okay. So, danke. Ciao. Geht doch. So, hier ist das Teil. Das ist der Overall. Den wird hier einer von euch gewinnen. Und jetzt guck mal hier. Jetzt sitzt hier sogar noch einer in so einem Ding. Ja, bist du zufrieden? Schwitzt du schon? Super Ding. Hast du rein. Jetzt kriege ich hier am Stand noch spezial angefertigte Fußsohlen von der Firma Lenz. Ne? Was muss ich jetzt machen? Draufstellen? Draufstellen, ja. Yes, so, und jetzt passt es. Die Position ist die angenehm. Dann starten wir hier. So, und jetzt beginnt's. Jetzt wärmst du die Sohlen auf. Ja. Und dann werden die spezial angepasst. Das wird dann genau an deine Füße angepasst. Das ist ja genial. Wenn du Schuhe reingibst, dann bist du top ausgestattet. Ja? Ja. Ja, das arbeitet richtig da unten am Fuß. So, jetzt habe ich meine spezial angefertigten Fußeinsohleneinlagen hier, ne? Hoppla. Oder? Kann ich ja sehen? Genau. Oh ja, da merkt man schon, die sind richtig spezial geformt. Das ist ja genial. Das ist echt genial. Jetzt schaust du deine Sohle an und dann schaust du die Sohle an. Ja, das ist so ist eigentlich für den. Das sind die alten und die neuen. Jetzt habe ich die neuen spezial angefertigten Einlagen hier und ich gehe schon wie auf Wolken hier. Also das ist eine gute Sache. So, und das kann man machen auf der Messe, bei dir im Laden. Richtig. Alpjagd. Alpjagd in Altheim, in der Zentrale. Genau. Und dann das nächste Mal in Dortmund auf der Jagd und Hund. Ja. Anfang Februar. Ja, also dann geht's los. Kommt vorbei, Alpjagd und lasst euch in hier. In Halle 5 in Dortmund. Halle 5. Gleich beim Haupteingang rechts. Ja. Da lasst ihr euch ein paar Spezialeinfertigungen machen lassen. Dauert 3,5 Minuten und ist der Hammer. Ja, also kein Vergleich zu dem, was ich vorhin in den Schuhen hatte. Top. Freut mich, wenn ihr es gehabt, Carsten, ja? Dann sehen wir uns in Dortmund. Genau. Wildspezialitäten aus der Vulkaneifel beim Achim. Wir sind jetzt noch in Hannover, aber der Achim ist ja auch in Dortmund und
Da bist du auch vertreten wieder mit viel Wild und so weiter. So, das heißt, alle Jagd-Total-Freunde, pass auf, den überfalle ich jetzt wieder. Mach mal für die Jagd-Total-Freunde, wenn sie dann nach Dortmund zu deren Stand kommen, ein richtig gutes Angebot. Ja? Codewort ist dann Jagd-Total. Und dann musst du irgendwie irgendeine Wurst, einen guten Preis oder irgendein Paket überlegen. Ja, okay, ganz einfach. Eine Hirschsalami anstatt 9 Euro für 7 Euro. Codewort Jagd total. Ja, super. Ast rein. Also, dann sehen wir uns in Dortmund wieder. In Dortmund, ab dem 30. Januar. In diesem Sinne, bei Wildspezialitäten aus der Vulkaneifel, beim Achim. Bis dahin. Ciao. Messe in Hannover vorbei. Jetzt komme ich gerade aus Neuseeland, aus dem besten Sommerwetter. Und hier ist der totale Wintereinbruch. Aber Schnee ist ja auch was Schönes. Da kann man gut jagen gehen. Tag und Nacht. Kleine Revierrunde im Sauerland. Jawohl. Fahren wir zu den Kehrungen und mal gucken, ob die Sauen da waren. Gestern Abend waren wir ja schon am Ansitz. Ach, scheiße, Wahnsinn. Ja, bei mir kam auch eine kleine Sau, aber ich konnte sie nicht schießen. Aber wir greifen heute Abend noch mal an. Jetzt gucken wir erstmal hier, Kehrung. So. Mal gucken, wann sie da waren. Und heute Nacht hat es richtig geschneit hier. Hier liegen, weiß nicht, 20, 30 cm Schnee. Wenn jetzt Frost ist, hast du ja immer ganz schnell, dass der Deckel festfriert, ne? Mhm. Dann legen wir immer hier auf Kanten ein bisschen Mais. Dann friert er nicht so fest, dann kriegen die Sauen den los. Aber jetzt müssen wir erstmal den Deckel suchen. Aber da lag noch nicht so viel Schnee. 20 Uhr. 20 Uhr, aber ganz früh war die da. Eine einzelne. Ja. So, jetzt haben wir mal einen kleinen Crash gemacht. Ja! Ich komm hier nicht raus. Sind mein Graben gefangen. Alter. Ah, ich muss hier mal rausklettern, ey. Ja, ich bin weggerutscht. So, jetzt können wir mal gucken hier. Da ist so ein Morast, das geht schon mal nicht. Muss man noch mal probieren. Nein, du gräbst dich doch immer tiefer ein. Du bist doch schon wieder einen halben Meter abgesackt durch die Hin- und Herfahrerei. Du musst das überlegt machen, sonst wird das nichts. Probier's nicht. Das wird nichts. Er kann es nicht lassen. Das geht nicht. Er kann es nicht lassen. Er kann es nicht lassen. Oh, schweres Gerät hier im Einsatz. Wo geht er? Und wieder frei. Wie gut, dass es Bauern gibt. Ja, schnell nochmal. Rehwild an Sitz. Nochmal ein Rehwild an Sitz im Schnee. Mal gucken, dass wir noch für Weihnachten Braten kriegen. Die gute Hütte hier. So, das ist mir immer gemütlich. Das ist mein Ausblick. So sieht das aus. Und hier kommt sicherlich gleich noch Rehwild raus. Und ein Fuchs. Der kann auch kommen. So, und das ist genau der Moment, wo man auch in der Kanzel ein Zweibein gebrauchen kann. Ich sitze hier nämlich in einer fahrbaren Kanzel. Das Gelände vor mir geht ein bisschen nach oben. Und ich habe hier gestern schon gesessen und musste mir hier die Decken extrem hoch aufbauen, dass ich überhaupt hier entsprechend zielen kann. Und jetzt probiere ich das mal hier mit dem Zweibein. Ja. So kann man das in der Höhe verstellen. So. Ast rein, ey. Das ist genau der Moment, wo man ein Zweibein hier in der Kanzel perfekt gebrauchen kann. Also, jetzt brauche ich mich hier auch nicht mehr komisch einrichten mit Decken und. Und hier. Perfekt, perfekt. So. Und jetzt muss nur das Rehwild kommen. Ast rein. Richtig gut so. Richtig gut. Das gefällt mir. Ich bis da oben an die Waldkante schießen. Das sind bestimmt 350 Meter. Perfekt. Ja, perfekt so. Jetzt kann ich mich hier hinten noch anlehnen und das ist wie auf einem Tisch.
ist richtig gut. Richtig gut. So, mein Freund. Jawohl. Jetzt schauen wir mal. Mal gucken. Das Reh liegt. Das liegt. Ja, saure 200 Meter. Ja. Meine Waffe ist so perfekt auf 200 Meter eingeschossen. Mal gucken. Der Weidmannsheil. Ja, ein bisschen das Blatt sauber. Carsten, sauber, Weidmannsheil. Weidmannsdank. Hier, glaube ich, oder? Sauber. So, den letzten Bissen. Jawohl. Weidmannsheil. Danke dir. Was hast du denn hier? So ein Riesending gegeben. Da muss ich gucken, dass ich den hier irgendwo. Hier, guck mal, haben wir zwei jetzt. Wir gucken jetzt nochmal nach dem Anschuss. Da liegt es. Ja, sauber, Carsten. Hier liegt's. Aber gut. Ja, perfekter. Passt rein. Ey, voller Herztreffer. Super, Carsten, sauber, richtig geil. Ja, zwei Rehe. 200 und 220 Meter. Aber es war auch rein, perfekt. Ne? Du hattest eine super Auflage, muss man das sagen. Das war mit dem Zweibein, war das perfekt. Ich konnte hier richtig hoch ein, genau in die richtige Höhe und konnte mich hinten anlehnen. Ja. Komm, wir nehmen mal zusammen. Warte, lass ihn doch laufen. Wenn der Carsten erstmal loslässt, hier. Oh, keine Gefangenen. Super. Ja, hast schon gedacht, scheiße, jetzt hat der Alte hier Weitschießen gemacht, 200 Meter oder mehr, und schießt weich. Von wegen. Alles gut gelaufen, Felix. Richtig gut. Hä? Richtig gut. Ist doch richtig gut. Vor allem ist echt gut, also wir haben echt nicht sehr wenig Rehwild geschossen. Ja. Und jetzt hat man halt die letzten 10 Minuten, letztes Büchsen nicht beim Schnee halt mehr. Gucken wir mal hier, wie der Felix das mit seinem neuen Aufdrehbock hier macht. Der Winde. Perfekt. Wunderbar. So kann man arbeiten. Ne? Ja, sehr geil. Willst du unten noch was runter machen oder Wanne runter? Ja. Da sagst du was. So ist das doch wirklich perfekt. Top hygienisch, Kopf über. Ringelst du auch? Nee. Nein? Nein. Oh. Heutige Methode. Aber normalerweise, Carsten, wie war das? Muss ich das machen? Puma-Messer, ne? Also, jeder hat doch kein Messer mit. Ich habe ein Puma-Messer dabei. Ist gar kein Thema, kann ich gerne holen. Können wir doch mal testen. Schafft das jetzt, oder? Ich habe das Saubart mit. Ich habe ja vorher überlegt, welches Puma-Messer nehme ich mit und Saubart. So, jetzt wollen wir mal gucken, was das Puma-Messer so kann. Der Garschen, der bricht jetzt ein Das bricht ein Reh ganz alleine auf. Aber ich muss mich da nur beistellen. Es geht uns alleine. Reicht erstmal. Ja? Ja, Rainer, jetzt können wir was lernen. Die beste Methode eigentlich. Ja, ich habe immer Angst, dass ich da irgendwas. Aber eigentlich hast du ja die Führung durch den Beckenknochen, ne? Das war's doch schon. Kannst dich ja gucken. Guck, das sieht auch. Die sind gut genährt bei euch hier, die Rehe. Ja. Wir haben hier gute Bedingungen hier im Sauerland. Im Grünen, ne? Da ist immer. So, haben wir doch wieder alles richtig gemacht, ne? Ja. Die richtigen Stücke geschossen, auch noch Strecke gemacht. Drei Rehe und eine Sau. Ja. Bist du zufrieden? Hast rein, ist ein gutes Wochenende. Sauber. Ja. Teamarbeit, hat funktioniert. So, Rainer, kommst du auch noch mit auf den Film hier? Ne? Super Abend, oder? Perfekt. Alles richtig abgeschossen, nicht zu bemängeln, oder? Nein. Super. Alles gut. Ja, sehr gut. Ja, dann Weidmannsheil aus dem Sauerland.